Momentan ist das so bei allen Anwohnern irgendwie das Hauptthema. Zum Beispiel hier fahren sie jetzt kreuz und quer. Die Anwohner aus der Pfalz, die jetzt abends heim müssen, die ignorieren sämtliche Verkehrsregeln. Wir haben ja auch eine Bürgerinitiative gegründet, Friedknielingen. Mit der haben wir jetzt auch einiges erreicht. Wir haben jetzt seit Montag hier eine Einbahnstraße, um diese freizuhalten, aber das ignoriert man. Kreuzungen werden zugeparkt. Ja, also ich befürchte, dass es noch schlimmer wird. Ich bin ja selbst Pendler, ich arbeite in der Pfalz drüber und ich sehe halt schon die vier Fahrspuren, die sind relativ eng. Und wenn es da jetzt da noch zu Unfällen kommt, was wahrscheinlich nicht zu vermeiden wäre oder ist, dann denke mal, wird das große Chaos ausbrechen und dann gibt es den Rückstau bis zur Autobahn.